Fußballwetten 100.000 Euro Gewinn gibt's dieses Weekend 28/29. 9,2019 Autor D. Seltzer McKenzie YouTube, heute am Sonntagmorgen des 29. September 2019 ist quasi Halbzeit bei den 45 gewerteten Spielen der Auswahlwette und es ist schon imposant. Sämtliche Samstagsspiele, die ich vorprognostiziert habe, sind richtig. Ich bin zuversichtlich, die heutigen Sonntagsspiele dürften ebenfalls die vorgegebenen Wetten bestimmen. Ich möchte dazu nochmals sagen, alle diese Fußballwetten und Prognosen werden von mir mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie berechnet nach einem ganz besonderen Schema. Ich nenne das diesmal hier Visual Positionierung, weil ich für diese Strategie noch keinen passenden Namen gefunden habe. Ich füge Ihnen hier im Video mal ein Abbild bei, wie die Visual Positionierung abläuft. Ich habe hier nur mal bildlich die letzten 3 Jahre der Auswahlwette dargestellt. Das habe ich einer kostenlosen Software drin, die jeder gratis von meiner Webseite herunterladen kann. Sie sehen auf diesem Video, dass er sich bestätigt, dass die sogenannten Voraussagen, die hier manche angebliche selbsternannten Wettexperten machen, völliger Blödsinn sind und nichts, aber auch gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Ich kann Ihnen also nur raten, Finger weg von diesen Brüdern, die Ihnen für Geld irgendwelche Wetttipps verkaufen. In Wahrheit sind das alles Betrüger. Ich will dir nur mal ein Beispiel sagen, dass das Wettgeschäft überhaupt nichts mit Kenntnissen über Fußballvereine zu tun hat. Sie brauchen nicht die Bohne von Fußball zu verstehen, um die richtigen Wetten zu machen. Nehmen Sie beispielsweise vor 3 Spieltagen, als der Muskelprotz Borussia Dortmund gegen den Aufsteiger Union Berlin in Berlin gespielt hat und haushoch verloren hat. Die Quantenmechanik hatte das vorausberechnet, dass es ein Sieg von Union Berlin geben wird, aber höchstens ein Unentschieden, und passiert ist eben, der Riese Borussia Dortmund hat mit 3:1 verloren. Und genauso ist es gestern bei der Spiele der Auswahlwette gewesen, der Muskelprotz Bayern München musste gegen den Dorfverein Paderborn spielen und hat mit Ach und Krach mit 2:3 gewonnen und es hätte jeden Fall auch so ausgehen können, wie die Quantenmechanik errechnet hat, dass entweder Paderborn oder eben München gewinnt. Das gleiche ist gestern mit Leipzig passiert. Leipzig wird dermaßen hochstilisiert, aber gestern war Schalke zu Gast und hat Leipzig im eigenen Stadion mit 3:1 geschlagen. Sie sehen also, irgendwelche Fußballkenntnisse über die Vereine sind völliger Unsinn. Fußballspiele gehen in Wahrheit nach ganz anderen Richtlinien aus. Genauso ist es gestern dem Bergwandererverein Atlanta Bergamo ergangen. In ihrem Heimspiel gegen eine wesentlich stärkere Mannschaft hat man erfreulicherweise mit 4:1 gewonnen. Ich sage Ihnen, die Quantenmechanik, die nicht nach Fußballkenntnissen, sondern nach ganz anderen Kriterien die Wetten berechnet hat, das alles vorausgesehen, und die Wetten gerade für die gestrigen dubiosen Spiele sind alle richtig vorausgesagt worden. Deshalb gehe ich davon aus, dass es heute bei den Sonntagsspielen in der Auswahlwette genauso ausgeht. Was ich nochmal sagen will, was diese ganzen Wettexperten, die hier in betrügerischer Weise im Internet Fußballwettenergebnisse als 1 oder 0 oder 2 verkaufen, das können sie alles vergessen, das sind alles Betrüger, die selbst vom Fußball überhaupt keine Ahnung haben, sondern ihren Verkauf für Wettergebnisse nur für Betrügereien und zur Völlerei ihrer eigenen Taschen an den Dummen im Internet benutzen. Sehen Sie, ich mache ja die Wetten alles selber und es kostet mich quotenmäßig ja nichts, wie es beispielsweise beim Lotto wäre, wenn andere ebenfalls auf die gleichen Wetten gewinnen, und deshalb gebe ich meine Wettprognosen völlig kostenlos für jedermann immer jeden Morgen im Roulette-Kessel gucken YouTube-Livestream heraus. Und jeder kann das nachwetten, ob er will oder nicht. Und allein im letzten Monat sind netto, und ich sage ausdrücklich netto, über 570.000 Euro netto gewonnen worden. Das kann sich sehen lassen, aber das beruht nicht etwa auf meinen angeblichen Fußballkenntnissen. Ich kann nämlich einen Fußball noch nicht einmal von einem Opernball unterscheiden, sondern das sind eben die Berechnungen der Quantenmechanik und der Stringtheorie, wie Sie es hier auf dem Video ja auch teilweise sehen können. Ich habe ja gestern ein Video eingestellt mit der Behauptung, an diesem Wochenende werden netto 100.000 Euro gewonnen. Vielleicht werde ich das nicht so ganz halten können, denn es sind zu viel Heim- oder Auswärtssiege anstatt von Unentschieden gefallen.
Unentschieden bringt immer eine Akkumulationsquote von mindestens 3, während Heimsiege oder Auswärtssiege wesentlich niedriger in der Quotierung liegen. Aber es spielt ja auch keine Rolle, ob jetzt 100.000 Euro oder vielleicht nur 50.000 Euro gewonnen werden, gewonnen ist gewonnen. Ich will Ihnen auch sagen, woher die Idee stammt, das auch bei Fußballwetten anzuwenden. Ja, die Idee stammt aus dem Roulette. Ich selbst habe im Jahre 1965 die sogenannte Roulette-Kessel-Guckentechnik in West-Berlin erfunden und diese Roulette-Kessel-Guckentechnik ist derzeit nicht nur weltweit bekannt, sondern auch im Einsatz. Und nicht nur weil ich der Erfinder der Kessel-Guckentechnik bin, sondern einfach aus der technischen Anwendung heraus, können Sie sicher sein, wir gewinnen uns inzwischen dumm und dämlich. Wir haben in unserem Team einen ehemaligen Polizeibeamten der DDR, der inzwischen verwendet ist und so eine minimale Rente bekam, von der er nicht sterben oder leben konnte. Dann haben wir den Mann in deutschen Casinos, überwiegend in den Casinos von Duisburg, Dortmund und so weiter in Nordrhein-Westfalen eingesetzt und dort hat er sich richtig reich gewonnen. Die Quantenmechanik und die Stringtheorie war eben dabei behilflich, im Voraus immer auszurechnen, was in bestimmten Roulette-Korbs fallen könnte und in den meisten Fällen ist in diesem Falle das Roulette berechnungsfähig gewesen. Unser Spieler aus der DDR hatte inzwischen so viel Geld in den Casinos verdient, dass er sich für 400.000 Euro auf Raten und Monatsraten von 3.800 2.001 Euro nagelneuen Ferrari gekauft hat und ist vor 6 Wochen mitsamt seinem Ferrari im Flugzeug nach Australien geflogen. Und jetzt machen wir erstmal an der australischen Ostküste sämtliche Casinos unsicher und Sie können sicher sein, wir gewinnen jeden Tag sehr einträgliche Summen. Jeden Morgen um 10 Uhr gebe ich ja im Roulette-Kessel-Gucken-YouTube-Livestream bekannt, was wir heute in dem entsprechenden Casino setzen werden. Unser Spieler setzt das dann und bereits eine Stunde später kommen die Ergebnisse. Es hat bereits wunderbar geklappt. Durch den Zeitunterschied zwischen Deutschland und Australien können wir also schon morgens um 10 live aus australischen Casinos übertragen. Und während dieser Live-Übertragung lege ich immer kostenlos für jedermann meine Wettscheine vor, die ich zuvor hier in Deutschland berechnet und abgegeben habe, die alle auf der Technik der Quantenmechanik und der Stringtheorie beruhen, nicht auf irgendwelchen Fußballkenntnissen. Den Fußballkenntnisse habe ich keine und Sie sehen, und das können Sie jetzt noch auf YouTube-Videos nachvollziehen, allein im letzten Monat sind über 500.000 Euro Netto-Wettgewinn gemacht worden. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich sage Ihnen, Sie müssen sich etwas in die Quantenmechanik und in die Stringtheorie einarbeiten und das auf Ihre Wetten umlegen, dann werden Sie auch gewinnen. Die Frage ist nämlich heute im Jahre 2019, wie lange es überhaupt noch möglich ist, Lotto zu spielen oder Fußballwetten zu machen, weil es bald gang und gäbe sein könnte, dass jeder schon im Voraus weiß, wie die Teams höchstwahrscheinlich spielen werden. Und dann kann ja die Fußballwetten niemand mehr bezahlen bzw. ausbezahlt. Sie werden es spätestens in 5 bis 10 Jahren erleben, dass es möglicherweise keine Fußballwetten mehr geben wird, weil niemand mehr die Wetten ausbezahlen kann und genauso wird es mit Lotto und auch mit Roulette sein. Das ist in Wahrheit nämlich auch berechenbar. Nur ist man derzeit noch nicht so weit, dass beispielsweise die Zeitungen schon eine Woche vorher die Lottozahlen des kommenden Samstages veröffentlichen könnten. Aber Sie können sicher sein, es wird bald so weit kommen, die Welt wird sich dramatisch verändern, denn Fußball, Lotto und Roulette, das sind keine Glücksspiele, das sind in Wahrheit vorausberechenbare Ereignisse und es wird bald möglich sein, das alles vorauszuberechnen.